Also der Fantag ist wirklich Wahnsinn. Es sind so viele Leute von überall her extra angereist, irgendwie um uns zu sehen und Autogramme zu bekommen, Fotos zu bekommen. Wir haben Leute aus Italien hier, ganz viele Leute aus Österreich. Das macht mich jetzt natürlich auch etwas stolz. Und es ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen hierher kommen einfach. Also ich würde sagen, Stimme der Liebe ist für jeden Schauspieler auch ein Learning, weil wir lernen hier jeden Tag immer wieder was Neues dazu, weil wir einfach die Möglichkeit haben, sehr viele Emotionen darzustellen und uns künstlerisch komplett auszutoben. Ich habe am Tag einfach ein sehr großes Pensum und habe halt die Möglichkeit auch, mich selbst auszuprobieren. Und das hat man nicht bei jeder Produktion. Insofern sehe ich das schon auch als ganz gute Schule für mich. Also ich hatte schon ganz viele schöne Momente. Ich finde es auch immer lustig, wenn ich irgendwo im Hotel einchecke, weil viele Leute seit Stürmen der Liebe wirklich denken, dass ich Ärztin bin. Und die sagen dann manchmal also, guten Tag, Frau Doktor. Wir haben ein schönes Zimmer für Sie. Das ist ja schon süß irgendwie. Ja, es ist sehr viel Text. Meine Methode ist eigentlich eine gute Zeiteinteilung und es ist aber auch viel Routine. Also wenn ich jetzt an meine Anfangszeit denke, ich habe eigentlich echt von Monat zu Monat mehr Konzentration entwickelt und man kommt rein. Man kann mit den Texten besser umgehen, man kommt in die Rolle rein. Es hat auch viel mit Zeit zu tun. Ich hatte mal eine ganz romantische Szene und da ging es viel um Blicke. Also eigentlich null Text, aber nur Blicke, weil Blicke sagen sowieso mehr als 1000 Worte. Und da mussten wir so ein Bier trinken und auch anstoßen. In unserem Fall natürlich alkoholfreies Bier, wir trinken ja während des Drehs kein richtiges Bier. Und ich habe mir eingebildet, dass ich da überall Schaum hatte. Und ich musste aber trotzdem, ich durfte ja nicht lachen, weil das musste so romantisch sein. Und im Nachhinein habe ich dann gefragt, und wie war's? Ja, bis auf den Schaum im Mund, bis auf den Schaum um den Mund, war alles gut. Das war jetzt schon sehr unangenehm. Naja, soziale Netzwerke sind in unserem Job schon wichtig, weil sie einfach eine sehr große Reichweite haben und man kann Leute damit erreichen. Man kann sich auch privat zeigen, was ich eigentlich sehr schön finde. Aber viele verwenden es jetzt auch für Werbezwecke. Ich find's gut, wenn man einen Mix draus macht, wenn man sich privat zeigt und es vielleicht auch beruflich verwendet.